So, dann sagen wir mal herzlich willkommen zu Part Nummer 14. Richtig. Oh, ich bin so gut. Mann. Und wir haben noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Erstmal müssen wir noch rote Federn holen. Ja. Und zweitens. Auf den Hut. Ja, auf den Hut. Und dann müssen wir noch ein Rennen als Robbe machen. Und als das andere Rennen machen wir ja später, wenn wir die Schuhe haben. Genau. Und dann muss ich ihn noch auf den Kopf hauen. Ja. Das gibt ja noch ein extra Video. Ja. Und ich habe rote Federn. Gibt's da noch mehr? Juhu! Bäm, so jetzt rede ich wieder. Ich war lange genug still. So. Sind mittlerweile bessere Themen wieder angehört? Nicht im geringsten. Also ich muss dazu sagen, wir haben auch was. Wir haben ein bisschen Nahrung zu uns genommen, ein bisschen Leben. In Form von Bier. Also ich zumindest. Er ist abstinent. Impotent und was anderes mit endet. Die Penis entend. Ne, Ente. Okay. Federlos sind. Ja. Aber diesmal, wir schaffen das. Ich schaffe das. Noch eine Feder. Yeah. Also ich glaube, der kommt nicht mehr. Da komme ich gar nicht mehr nach oben. Reichen 7 Federn dafür eigentlich schon, ne? Ich rechne mit 15, ne? Wir werden sehen. Und für uns fehlen noch 4-6 Noten. 4 Noten. Ja, die holen wir uns auch noch. Genau. Dann schaltet ein bis zum nächsten Mal, wenn wir alles haben. Tschüss! Nee. Nicht ganz. Scheiße, dass die nicht respawnen, die Federn oder sowas. War cool. Ja. Ha, jetzt hast du 5 Minuten gewartet. Jetzt sind alle Federn wieder da. Ja, das war gut. Mit der Note wär's auch nicht gut. Wär auch gut. Ah, die Noten ist ja alles Cheating. Ich hab vorhin, du müsstest 1000 Noten pro Level sammeln, ey. Das wäre extrem. Hoffentlich reichen jetzt 6-7 Federn da hoch. Wenn nicht, dann darfst du mich wieder auslachen. Das mache ich sowieso. Weil, ich weiß nicht, wo es sonst noch Federn geben sollte hier. Also Leute, wir haben ausgemacht, ich bin noch in den nächsten 7 Parts oder so. Mindestens bitte hier gegen fügige Partzahl eingeben dabei. Ja gut, von Jost reicht's locker, oder? Werden wir gleich sehen. Wenn du fliegst nicht. Nein! Das war so klar. Das, ja. Das hast du mich abgedeckt mit deinem ganzen Geparzgelaber hier. Ich laber nicht, Mann. Deine Mutter labert. Okay, du lallst schon. Oh, ich hab schon so lange kein Bier mehr getrunken. Leute, Bier ist einfach das Beste, was es gibt. Bier, Frauen, Zigaretten. Und wir sind oben. Du hast 3 Federn gebraucht, du Noob. So, jetzt fehlen auch noch beide Rennen, das wär's dann gewesen für dieses Level. Ja, aber das eine Rennen können wir nicht machen, uns fehlen die Schuhe. Genau, und dann müssen wir nochmal in Bubblegaloop Swamp zurück. Ja. Und dann nochmal mit Wily. Ja, das machen wir dann auch mit den schnellen Schuhen, aber die holen wir uns erstmal in der Wüste dann gemütlich. Gemütlich, das Stichwort. Und da drin kommt noch unser schönes Kamel dazu. Weißt du noch, wie es heißt? Kamel. Ich hab aber einen Namen. Mist. Ich hab gesehen, dass du am Sterben hast. Du stirbst langsam. Ich sterbe nicht. Ich mach nur so. Das sind alles Cheats. Ja, das ist eindeutig. Ich bin nur kein einziges Mal gestorben in Banjo Kazooie bis jetzt. Also, das soll auch nicht weiterhin passieren. Ich bin dafür, wir warten einfach ab, bis du zum Game der bösen, reimenden Hexe kommst. Oh, je. Du machst mir jetzt schon Angst. Ach ja, für alle Leute, die sich mal denken, ich spiele mal eine Fortsetzung von Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Aber ihn nervt die reimende Hexe. Ich spoilere jetzt mal kurz, in Tooie ist sie nicht mehr da. Also in Tooie reimt sie nicht mehr. Ja. Wobei ich mir erstmal noch Tooie richtig besorgen muss wieder. Ich hab zwar Tooie, aber das ist komplett Englisch. Ich muss ihn nochmal wieder besorgen. Du hast recht. Okay, kein Kommentar dazu. Ja. Kai redet mal wieder seine zweideutige Art. Ich muss dazu sagen, Leute, ich bin pervers. Ich bin nicht pervers wie Hi. Bock zu ficken. Doch, in der Hinsicht bin ich eigentlich auch pervers. Ja. Alles, was ihr euch unter pervers vorstellt, bin ich. Ugedaga. Und wir sind eine Waschmaschine. Warum? Oh, oh, Zauber geht in Hose, Dumumbo-Hose, waschen und schleudern.
Warum waren wir jetzt eine Waschmaschine? Es geht auch um Cheat, dass man eine Waschmaschine ist. Ja. Aber ich will nicht als Waschmaschine rumrennen. Wäre auch cool. Was kann man als Waschmaschine eigentlich machen? Rumlaufen. Klappern. Und rumlaufen. Klappern und rumlaufen. Und oh, Wäsche waschen. Und Wäsche waschen. Okay. Für alle Hausfrauen, Hausmänner, WG-Wohner und Single-Leute, die alleine wohnen. Habt ihr schon Wäsche gewaschen? Wenn nicht, dann tut das mal. Ah. Oh, das sind rote Federn. Und ein Ikambokam, oder? Du brauchst immer noch Noten, Mann. Ja. Aber jetzt machen wir unser erstes Rennen. Ja. Und da hinten sind unsere letzten Noten. Wir holen uns jetzt mal schnell. 1, 2, 3, 4. 77. Ihr habt tatsächlich alle Noten gesammelt. Applaus. Kollege Meier, hast du Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Splattern. Wer war Ranjit nochmal? Ranjit? Ranjit ist auch wieder dabei, Leute. Super, jetzt musst du einen Schlitten durch die Runde schlagen und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los. Der holt ziemlich auf, ne? Von mir aus holt er auf, ich hol ihn auch wieder. Das verspreche ich dir. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Walross und Teddybär. Wohl eher Eisbär. Und Teddybär liegt hinten, Walross liegt vorne. Ja. Er cheatet mit seinen kleinen Schwimmflügeln an den Seiten. Und ja, gibt es eine Hintergrundstory eigentlich zu den Weihnachtsbären? Das ist der Papa von den kleinen Bären. Ja, außer das. Und er holt mich schon wieder. Gut, also wir wissen, das ist der Papa von drei kleinen Zwillingsbären, die auch im Banjo-Tooie wieder auftauchen. Ist doch so, ne? Ja. Der Bär taucht auch wieder im Banjo-Tooie auf. Der Bär taucht auch wieder im Banjo-Tooie auf und das wusste ich ganz alleine, ohne dass mir jemand gerade vorgesagt hat. Soweit ich es noch mich richtig erinnere. Soweit ich mich auch noch richtig erinnere. Was gibt's groß zu sagen? Das Rennen ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das ist die letzte Einschneise und... Yeah! Walross gewinnt. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Geschafft und wir sind Platz Nummer 1. Okay. Yeah! Damit werden wir das erst mit diesem Level auch fertig. Ups. Bis wir unsere schnellen Schuhe haben, dann kommen wir in zwei Levels wieder zurück. Und jetzt werden wir uns aufmachen zu Gobi. So heißt nämlich das Kamel. Genau, Gobi. In Gobi's Valley. Oder Gobi's Desert. Keine Ahnung, wie das Level heißt. Ich glaube, Gobi's Desert. Valley. Und ich habe Gumbo vergessen. Ikambokam. So. Wenn du alle Ikambokams gesammelt hast, sind es, glaube ich, über 30 noch übrig, ne? Ich glaube so irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Das gehört hundertprozentig auch zu Ikambokam dazu? Nein. Ich habe es am Anfang im ersten Part extra gesagt gehabt. 100% sind alle Noten, alle Puzzleteile plus alle Wabenteile. Ich hatte es einfach die Ikambokams vergessen gehabt zu erwähnen. Nein, die habe ich nicht vergessen. Aber zum Großteil haben wir sie jetzt eigentlich schon immer alle gesammelt. Bis jetzt. Außer einen, den habe ich verfehlt. Im Bubble Club Swamp. Ja. Wenn du das gesehen hast. Ja. 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 Und wir haben trotzdem was vergessen. An was solltest du mich erinnern? Du musst noch... den Hexenschalter aktivieren. Dich im Wasser waschen. Nein, Hexenschalter machen wir das nächste Mal auch wieder. Jetzt bin ich extra... So. Ja, brauchen wir sowieso die schnellen Schuhe erst von dem her. Nein, das mit dem Hexenschalter auch erst später. Naja, das war jetzt wieder... halb vergessen. Aber wir vergessen nie was. Wir gucken nur, ob ihr auch zuschaut. Mumbo Magie gleich aus. Zauber alle. Hubegra! So, sind wir wieder ein hässlicher Bär. Jo. Mich wundert, dass der Bär kein... Ich vergesse, ich habe nie was gesagt. Nein, das ist nämlich einer. Das sind die Waben schon. Ich wollte eigentlich sagen, warum ist der Bär eigentlich nie Honig? Doch. Das Witzige ist... Die Waben sind aus Honig. Die sein Leben wieder aufhören. Damit hat es erledigt eigentlich. Okay.
Und magischer Dopp aktiviert. Wie viel hast du von denen schon? Jetzt können wir ja schon mal reisen. Wow! So, und... Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. So, ab in den Kessel. Wo gehen wir jetzt hin zum... Hilfe! Welches müssen wir als erstes aufmachen? Das da, glaube ich, gell? 250? Ja, das können wir aufmachen. Dankeschön für die lieben Grüße. Für dieses Rennen hast du mittlerweile 10 Minuten gebraucht. Für welches Rennen? Das von dem Walross. Ja, aber ich habe keine 5. Das habe ich auf dem ersten Ding geschafft. Also ja, aber du hast 10 Minuten gebraucht, bis du draußen warst. Ja, shit happens. Ja, oder? Gobbis Valley. Ja, ich hatte recht. Dafür hau ich dich ganz so fest. Gut. Noch eine Wette? Vielleicht gewinne ich noch irgendeine Wette. Dann muss ich gar nicht mehr hauen. Wie oft kommt Gobi in Tui vor? In Tui oder Ketsu? In Tui. Da fragst du mich was, Tui habe ich nie durchgespielt. Ja, und jetzt? Weißt du's? Ich sag 3-mal. Ich sag 2-mal. Und mit mir liegen beide einfach vor. Also ich weiß, in Kazui kommt er in 2 Welten vor eigentlich. Okay. Ja, in der hier und in... Guck mal, wir können noch eine Tür öffnen, wenn wir wollen. Wollen wir noch eine Tür öffnen? Sag mir, öffnen wir noch eine Tür? In welchem Level kommt da noch vor? Wie jetzt in Tui? In Kazui. In Kazui? Einmal in Gobi's Valley und... noch einmal bei den Jahreszeiten. Genau, bei den Jahreszeiten. Ich dachte, das war Gobi's Valley. Ups. Ja, öffne die nächste Tür. Und dann können wir noch ein Level freischalten gleich. Und du weißt das auch, welches Level... Das Spukhaus-Level, ja, genau. Ja, genau. Lalalalalala. So, jetzt haben wir die Tür auch geöffnet. Und jetzt holen wir uns noch, machen wir das eine Bild noch voll. Und dann sind wir alle glücklich. Ich finde schade, dass in dem Haus, dass du in dem Spukschloss von der alten Hexe, ich wollte schon das andere Wort böse mit Hase sagen, aber dass du da so wenig viel machst. Du rennst eigentlich nur durch, aber ich finde die Welt ist so geil aufgebaut. Ja. Da hättest du noch ein Level selbst in der Welt machen können. Ja. Das wäre cool gewesen. Man sieht so das Schloss, wenn man so daran durchschwimmen kann, so das ist krass gemacht einfach nur. Ja. Es hat einfach was. Uns geht die Luft langsam ein bisschen aus. Das ist ja gar nicht toll. Das ist einfach nur Scheiße. Einmal lerne ich dieses Lied auf Piano. Oh ja, dann spielst du es vor. Du machst ein Video und stellst im YouTube, gell, damit das klar ist. Ich habe das schon ein Video gesehen, ja, davon, ne? Mhm. Fast Let's Fast Play von dem Lied. Abartig. So, jetzt. Das heißt ein bisschen rumspringen. Oh, das ist mies. Und hier ist das Level. Yay. Das schalten wir jetzt auch noch schnell frei. Und haben letztendlich nur noch 11 Puzzleteile übrig. Mad Monsters Mansion. Ja, da musst du unbedingt dabei sein. Ich hab Angst. Geht mein Bestes. Da bist du ein Kürbis, der nichts kann. Ja, aber da kann die Klospülung runter. Da findest du übrigens auch noch eins der Secret Eier. Ja. Aber hier in Banjo-Kazooie nicht. Wollen wir wieder wetten? Wollen wir wetten? Die Eier, die gibt's wirklich nur in... Okay, wetten wir. Okay, Leute. Jetzt schreibt mal wieder bei den Kommentaren rein. Wir werden bis zum nächsten Part wieder ein bisschen Wikipedia. Und... aber jetzt machen wir es mal anders da. Ihr schreibt in den Kommentaren rein, was der Verlierer tun muss. Und wir fischen das Beste und Coolste raus. Und mir ist auch das Perverseste. Wir machen da auch, ich mach da auch mit. Also pervers bei mir nicht unbedingt. Aber der Rest ja. Wenn ihr Bock habt, uns mal in Real zu treffen, ich bin jederzeit bereit, erst mal gehen. Ich will es nur mal erwähnen. Für alle Frauen, die da draußen denken, oh, ich würde immer gern so einen Mann-Typ etwas kennenlernen. Wir sind ja nicht bei der Dating-Hotline, Mann. Man soll sowas immer mal erwähnen. Ja, erwähnen. Ich möchte nur den Kontakt zu unseren Fans machen. Ja, also liebe Fans, wenn ihr Kai mal kennenlernen wollt, schreibt mir eine... Ich glaube, es wird nie passieren. Anstatt einfach nur haha. Und dann, ja, dann kann ich ihm euch seine Adresse geben und so, ne? Also passt schon. Und jetzt gehen wir in Gobi's Valley und werden dort dann diesen Part auch beenden. Wollte ich gerade sagen, ja. Mach mal. Beenden wir die Scheiße. Du mal Scheiße hier. Du mal dat. Und Leute, ich bin im nächsten Part wohl wieder dabei, wenn der in 3 Jahren hochgeladen wird. Dann passt die ganze Chose wieder. Wir brauchen Schuhe. Wir wollen ja nicht sterben.
Schuhe. Ja, das war ja mal. Das ist doch nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Ich glaube, wir beenden hier den. Nein. So, jetzt gehen wir doch da rein. So. Nach dem Fail werde ich mich hinlegen müssen, weil mir gerade die Tränen gekommen sind. So, jetzt sind wir in Gobbys Valley. Und hier beenden wir dann jetzt auch diesen Part. Hier findest du einen weiteren Move, Banjo. Gut, dann beenden wir hier und sehen uns in Part Nummer 15 wieder. Bye, bye. Bye, bye. Tschö. Meldet euch.